Hallo zusammen, heute am 4. Februar ist Veronika-Tag. Ich grüße an dieser Stelle gerade alle Vronis, alle Veronikas auf der ganzen Erde. Natürlich auch alle Tiere, die so heissen. Ja, auch die zweitunterste. Veronika, Veronika, ich bleib heute Nacht bei dir. Bis morgen sind wir früh. Ja, das ist noch heikel. Das Froni ist nämlich einmal mit dem Liebhaber im Ehebett gelegen. Plötzlich kommt der Mann heim, stürmt ins Schlafzimmer und sagt: Was geht da innen vor? Sagt Froni: Deine Armbanduhr.